Das ist ja die Sterbliche. Beeindruckend. Ein Kind des Staubs hat den Graborka besiegt. Ihr habt euch wahrlich eine Legende geschaffen, meine Liebe. Euch wird der Sitz von Sir Zagrel mit allen dazugehörigen Privilegien verliehen, einschließlich der Mitgliedschaft im Hof der Zauber. Doch leider bleibt uns keine Zeit für Feierlichkeiten. Es gab einen weiteren Zwischenfall. Der König schickt nach euch. Einer, der Zagrels Tragödie nicht unähnlich ist. Eine weitere unvorhersehbare Verkettung von Ereignissen. Die Ballade von Blutgebein hat eine unerwartete Wendung genommen. Der große Sir Ferrara wurde entsandt, um sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Doch er wird eure Hilfe brauchen, denn so wird das Lied gesungen. Sir Ferrara verfolgt den Schurken Blutgebein in sein Versteck und rettet das Mädchen, wobei er sich selbst opfert. Seinen eigenen Ruhm zum Wohle einer anderen aufzugeben, ist Ferraras selbstloseste Tat. So war es schon immer und so muss es für alle Zyklen bewahrt werden. Sir Ferrara fällt in jeder Erzählung durch Blutgebeins Hand. Und doch wird er nicht dem einsamen Tod in der Kälte von Uduat überlassen. Sir Zagrel, sein ritterlicher Gefährte, eilt ihm zu Hilfe. Zagrel erweckt den gefallenen Helden wieder zum Leben und holt ihn ins Licht des Sommers zurück. Ohne Zagrel, ohne euch, kann diese Ballade nicht gesungen werden. Hervorragend! Sprecht mit König Wensten im Oratorium. Es steht auf dem Gipfel von Ettinmeer, wo es einst die Herren und Herrinnen des obersten Hofes beherbergte. Nehmt diesen Trank. Ihr werdet ihn brauchen, um Sir Ferrara ins Leben zurückzuholen. Falls die Sterblichen nicht kürzlich eine Methode der Wiederbelebung entdeckt haben, ist er unsere einzige Option. Ihr werdet wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, ihn zu verwenden. Und nun geht und sucht König Wensten auf. Die Erzählung liegt jetzt in euren Händen. Der Hof der Zauber ist nach Süden gezogen, um sich der Bedrohung zu stellen und die Gerüchte auszumerzen. Er hält sich im Haus des Oratoriums auf, in Ettinmeer. Vor etlichen Zyklen war es der Rückzugsort des Hochkönigs persönlich. Hier ging er mit den Helden vom Hof der Zauber auf die Jagd und erfreute sich an den Liedern vergangener Zeitalter. Doch das ist lange her. Wie so vieles unseres geliebten Hofs des Sommers ist auch das Oratorium in der Hitze der Zeit verdorrt. Es ist nur noch eine leere Hülle dessen, was es einst war. Er ist Wenzen der Kühne, der Falke von Detüre, Vernichter von Elkmar, Hauptmann der goldenen Gorgone, Träger des Speers des Lichts und Baron der verlassenen Ebene. Wensten gründete vor vielen Zyklen das Haus der Balladen. Es sollte eine Quelle des Stolzes für alle Sommerfeiern sein. Unser Ruhm gehört allen.
Eine arme, verfluchte Seele, die auf der Suche nach seiner alten Liebe die Wälder durchstreift. Sie hatte ihn verlassen, weil er ein grausamer, einsamer Schurke war. Und nun lässt er seinen Zorn an Unschuldigen aus. Ich bin Hallam der Weiße, Sucher des Steins von Fahl, Baron des Schwemmwaldes, Bezwinger von Argot dem Mächtigen und Kammerherr des Hauses der Balladen. Viele im Haus der Balladen nennen mich den Geschichtenerzähler, denn ich wache über die Wissenssammlung des Hofes des Sommers. Lebt wohl! Braucht ihr etwas? Willkommen im Gasthof zu Gorhard. Bleibt in der Nähe. Wenn ihr Vorräte braucht, kann ich euch weiterhelfen.
Lasst von euch hören. Ja, was gibt's? Bleibt in der Nähe des Dorfes. Den Göttern sei Dank, dass endlich jemand kommt. Endlich! Sagt, seid ihr aus Gorhard? Oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kanarok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Jolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Barton.
Jemand muss ihn und seine Männer finden. Gut. Ich habe noch weitere Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Die Spinnen. Das Leben am Rande des Netzwaldes war schon immer gefährlich. Aber wir mussten noch nie so darum fürchten. Und unser bester Krieger, Barton, ist irgendwo im Netzwald verschollen. Ihr müsst ihn finden. Er ist zu neu in unserem Dorf, um sich schon für seine Verteidigung geopfert zu haben. Aber ich fürchte, es könnte zu spät sein, ihn zu retten. Der Ort wurde für jene gebaut, die ihren Lebensunterhalt mit dem Ernten von Seide im Netzwald verdienen. Das ist zwar gefährlich, aber wir waren durch Magie und die Brücken geschützt. Leider hat sich das geändert. Und wir haben weder genug Männer noch Verteidigungsanlagen, um ewig durchzuhalten. Der alte Wald ist die Heimat unzähliger Spinnen. Er soll sich einmal von hier bis Oderath erstreckt haben. Der Legende nach gab es sogar einen furchtbaren, Witwe genannten Geist, der über die Spinnen herrschte. Aber das ist ein Ammenmärchen. Ich tue mein Bestes, um dieses Dorf zu retten. Das seht ihr gewiss. Weidmanns Heil! Treffen wir uns vor dem Dorf. Bis dahin, haltet euch von mir fern. Es sei denn, habt ihr Kunde von Barton? Habt ihr ihn, gefunden? Weidmanns Heil! Hallo, Fremde. Ich habe gehört, ihr hättet keine Angst, den Netzwald zu durchqueren. Was würde ich nicht darum geben, wie ihr zu sein und diesen Ort zu verlassen? Ich habe mein Zuhause schon seit Wochen nicht mehr gesehen und ich fürchte, dort könnte etwas Schreckliches geschehen sein. Ich stamme nicht aus Kanarok, nicht direkt, meine Familie. Ich kam aus dem Osten, von einem kleinen Hof am Rande des Netzwaldes. Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Ich kam wenige Tage vor den ersten Angriffen nach Kanarok. Und dann saß ich hier fest. Ein paar Tage später kam unser Landhelfer Kateri Jaik nach Kanarok gestolpert. Anfangs wollte er nichts über meine Eltern erzählen, doch dann sagte er, die Spinnen hätten sie erwischt. Jetzt geht er mir aus dem Weg, genau wie alle anderen auch. Irgendetwas ist auf dem Hof geschehen. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, der Sache auf den Grund zu gehen. Vielen Dank. Ich werde euch alles geben, was ich besitze. Bringt mir einfach nur Nachrichten von meiner Mutter und meinem Vater. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Auf dem Tockhof. Ihr müsst für mich herausfinden, was dort geschehen ist. Ich habe den Kontakt zu meiner Familie verloren, als ich wegen der Spinnenangriffe hier festsaß. Unser Landhelfer Kateri Jaik schaffte es ein paar Tage nach Beginn der Angriffe ebenfalls hierher. Er will mir allerdings keine klare Antwort über meine Eltern geben. Ich befürchte das Schlimmste. Meine Eltern haben den Wald geliebt, von ganzem Herzen. Es gab keinen Krieg, es gab keine Sorgen. Es war ein einfacheres Leben für sie. Aber sie waren nicht von hier. Sie wussten nicht, welche Gefahr drohte. Für unseren Hof, für unsere Leben. Man muss schon ein seltsamer Mann sein, um in einer solchen Situation die Führung übernehmen zu wollen. Aber wir brauchen Organisation, wenn wir das hier überleben wollen. Lebt wohl.
Was wollt ihr diesmal? Fremde! Oh!